Die einen sagen, es ist Schrott, die anderen sagen, es ist top. Das ist das Parkside Multischweißgerät. Und die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Ich bin seit einem Jahr mit diesem Gerät am Arbeiten. Seit einem Jahr gibt es das Gerät, habe da viele Erfahrungen gesammelt. Und wir werden in diesem Video die zahlreichen Fragen beantworten. Was kann dieses Multischweißgerät und was kann es nicht? Das ist ja genauso interessant. Ich habe viele sehr interessante Sachen hergeholt. Zum Beispiel habe ich hier diesen kleinen Kasten. Mit dem Kasten soll das Gerät deutlich besser wegschweißen können. Den Kasten hat mir ein Zuschauer gebaut. Wir werden in diesem Video das Gerät nach einem Jahr mit vielen Erfahrungswerten realistisch betrachten und ich werde euch sagen, wie meine Erfahrungen sind. Die Erfahrungen von anderen Leuten können auch mal so ein bisschen abweichen, was man mit dem Gerät besonders gut machen kann und was das Gerät eher nicht so gut kann. Ganz kurz die technischen Daten zu dem Gerät. Das ist das Parkside Multischweißgerät PMSG 200A2 in der aktuellen Version. So ein Gerät kostet um die 200 Euro. Es ist mal im Angebot, dann kostet es 199 Euro. Im Normalfall kostet es, glaube ich, 229. Ist aber wirklich so oft im Angebot, sollte man immer warten, bis man das Gerät für 199 Euro bekommt. Es ist im Prinzip ein Mic-Mac-Schweißgerät, ein synergisches Mic-Mac-Schweißgerät. Das heißt, man wählt nur aus, was man machen will und dann kann man mit dem Gerät schweißen. Es ist zusätzlich ein Elektrodenschweißgerät und es hat eine Wick-Schweißfunktion. Das heißt, man kann mit dem Gerät Mic-Mac schweißen, man kann damit Elektrode schweißen, man kann damit Wick schweißen. Das ist im Prinzip, was erstmal auf dem Papier steht. Wir wollen das Ganze natürlich so ein bisschen einordnen, was das Gerät besonders gut kann. Das Gerät hat 200 Ampere als Leistung. Die 200 Ampere hat es allerdings nur beim Wick Lift Arc Schweißen. Beim Mic-Mac Schweißen hat es nur 160 Ampere. 160 Ampere, muss man aber fairerweise sagen, reicht für viele Schweißaufgaben wirklich aus. Man kann hier durchaus 5-6 mm Stahl mitschweißen. Wenn es ein bisschen dicker werden soll, auch in mehreren Lagen, da wirklich auch Material mitschweißen. Beim Elektrodenschweißen hat das Gerät 140 Ampere maximal. Wir fangen einfach mit dem Positiven an, was das Gerät wirklich außerordentlich gut kann. Wir haben hier unten das kleine Symbol Flux. Das bedeutet Fülldrahtschweißen. Fülldrahtschweißen ist ein Schweißverfahren, ähnlich dem Mic-Mac-Schweißverfahren, das aber kein Schutzgas benötigt. Ich habe hier Nähte, die sehen wirklich traumhaft aus. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist geschweißt ohne Schutzgas. Riesenvorteil gegenüber der Elektrode zum Beispiel ist, dass die Anwendung deutlich, deutlich einfacher ist. Und es gibt viele Geräte, die das mittlerweile gut können. Aber das Gerät ist wirklich eins, das es mit am besten kann. Ist Wahnsinn, das ist natürlich hier kräftig gebürstet, aber die Naht sieht sehr gut aus. Das ist übrigens 6 mm Blech. Man kann sich hier auch die Rückseite angucken. Da hat das Gerät richtig gut durchgebrannt, ist mit zwei Lagen hier geschweißt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis. Da habe ich beim ersten Mal schon gestaunt und da staune ich nach wie vor, wie gut das Gerät das kann. Wenn man sich jetzt die Drähte hier anguckt, das sind meine Favoritendrähte mit 0,8 mm. Ich kann auch wirklich empfehlen, mit dem Gerät mit 0,8 mm Draht zu schweißen, gerade in dem Verfahren. Fülldraht 0,8 mm sollte immer eine gute Qualität haben und das Ganze gibt es mittlerweile auch als Edelstahl-Fülldraht. Und der lässt sich wirklich auch mit dem Gerät beeindruckend gut verschweißen. Das heißt von wegen, ich habe hier die Möglichkeit, die Spannung separat zu regulieren und die kann ich hier sehr hoch regulieren und dann lässt sich so ein Draht auch sehr gut verschweißen. Guckt euch die Ergebnisse dazu an, das sind Edelstahl, wie gesagt, ohne Schutzgas geschweißt und das lässt sich wirklich auch sehr einfach verarbeiten. Ein bisschen Übung kriegt dann selbst der Anfänger damit sehr gute Ergebnisse hin. Das ist wirklich Wahnsinn und das macht das Gerät wirklich sehr, sehr gut. Nächste Sache, die das Gerät wirklich außerordentlich gut kann, ist das normale Mac-Schweißen. Das ist wirklich ein sehr, sehr anständiges Mac-Schweißgerät. Das ist hier zum Beispiel mal ein 2 mm Vierkantrohr verschweißt mit einer 5 mm Stahlplatte. Man sieht die Naht hier. Bei einer vernünftigen Einstellung kriegt man hier wirklich tolle Ergebnisse. Wenn wir hier beim Mac-Schweißen sind, dann kommt natürlich gleich die Frage, was ist mit Dünnblech? Das ist ein Muster, das ist punktgeschweißt und da sieht man, punktschweißen kann das Gerät wirklich sehr gut. Das heißt, wenn ich 0,7, 0,8 mm Blech habe, ich mache diese klassischen Punktschweißungen im Kfz-Bereich, das funktioniert sehr, sehr gut.
Auf der anderen Seite habe ich aber zwei riesengroße Nachteile an dem Gerät. Erster riesengroße Nachteil ist, ich komme hier nur auf 50 Ampere runter. Das heißt, da gibt es andere Geräte, die kommen deutlich tiefer runter und mit denen kann man dann deutlich besser Dünnblech schweißen. Dann habe ich bei dem Gerät einmal Spannung, einmal Ampere als Einstellwerte. Was ich nicht einstellen kann, ist den Drahtvorschub. Den regelt das Gerät selbst. Und diese Regelung sorgt halt dafür, dass ich mit dem Gerät wirklich im Mic-Mac-Bereich oder auch im Fülldrahtbereich am besten mit 0,8 mm Draht zurechtkomme. 0,6 mm Draht kann man durchaus verwenden. Ich empfehle aber wirklich 0,8, der läuft richtig gut. 0,6 ist es immer, der Drahtvorschub wird hier wirklich bei dem Gerät dann nicht optimal geregelt und das ist dann immer so ein bisschen schade. Und dann habe ich halt 50 Ampere als untersten Einstellwert und ich habe halt den 0,8 mm Draht und beides zusammen sorgt dann dafür, dass ich nicht perfekt mit dem Gerät Dünnblech schweißen kann. Das heißt, es gibt Geräte, die können es deutlich schlechter, es gibt aber auch viele, die können es deutlich, deutlich besser. Punktschweißen ist das wirklich gut damit, aber wenn man wirklich auch Nähte schweißen will mit 0,5 mm, 0,7 mm Stahlblech, wenn das Blech schon mal so ein bisschen angerostet ist, wie das oft im Kfz-Bereich vorkommt, dann ist das Gerät da teilweise überfordert oder dann wird es ein bisschen schwieriger mit dem Gerät. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip das Flugschweißen abgehandelt, wir haben das Mack-Schweißen abgehandelt. MIG-Schweißen wäre Edelstahlschweißen. Das macht das Gerät relativ ordentlich. Man kann ja also ganz normal mit Edelstahl schweißen. Ich empfehle auch wieder einen 0,8 mm Draht. Dann haben wir hier unten ein Aluminiumprogramm. Ich habe mal hier eine Naht hergeholt. Die hat wirklich nicht schlecht geklappt, aber ich habe auch ohne Ende Nähte geschweißt, die sehen wirklich Schrott aus. Aluminium schweißen mit einem relativ günstigen MIG-MAC-Schweißgerät ist wirklich immer eine Herausforderung. Man kann sich das Ganze so ein bisschen hinspielen, man kann sich das Ganze vernünftig einstellen irgendwann und dann kriegt man auch mal das ein oder andere schöne Ergebnis hin. Das ist aber immer so ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Nächster Punkt, warum das Aluminiumschweißen nicht so hundertprozentig mit dem Gerät funktioniert, ist die Drahtvorschubeinheit. Ich habe hier zwei kleine Probleme. Das heißt, das ist die Drahtvorschubrolle. Ich habe hier eine Nut für den Zusatz, damit der Zusatz vernünftig gefördert wird. Und das ist eine gerenderte Nut. Ich bräuchte eine sogenannte U-Nut, die schön gerundet ist, um den weichen Aluminiumdraht vernünftig zu fördern, ohne den in irgendeiner Form zu beschädigen. Hiermit zerdrücke ich den Aluminiumdraht. Das führt spätestens vorne am Schlauchpaket zu Problemen. Ich habe auf der anderen Seite hier einen viel zu großen Abstand. Das heißt, es gibt viele Geräte, da kann man das richtig schön einstellen. Das ist ein Röhrchen, da geht der Draht über. Und wenn hier ein Abstand ist, dann habe ich natürlich einen Bereich, in dem kann sich das Ganze zerdrücken. Das ist bei einem normalen Stahldraht kein Problem, selbst bei 0,6 mm Stahldraht kein Problem. Aber bei dem weichen Aluminiumdraht führt das natürlich dazu, wenn es irgendwo stockt in dem ganzen Prozess, dass sich das Ganze hier zu einem riesen Drahtknäuel aufwickelt. Dann kann ich das ganze Schlauchpaket nehmen, kann den ganzen Draht herausziehen und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Das sind so zwei Punkte, die müssten auch ein bisschen besser sein, dann würde es mit dem Aluminiumschweißen auch besser funktionieren. Heutzutage in dem Bereich auch sehr beliebt ist, ist das sogenannte QC3-Löten. Kann das Gerät auch, das ist hier auch mal wieder ein Muster, genau wie Aluminium schweißen. Es funktioniert bedingt, aber es gibt halt auch da wieder Geräte, die es deutlich besser können. Die sind dann aber auch deutlich, deutlich teurer. Und auch bei QC3 ist wieder so ein bisschen der Fall, der Zusatz ist halt wirklich sehr, sehr weich und da wird er nicht ideal gefördert. Und wir brauchen wieder eine Teflonseele in unserem Schlauchpaket. Wir brauchen die optimalen Einstellungen und wir brauchen Argon 4.6 als Schutzgas. Elektrodenschweißen ist natürlich auch wieder ein interessantes Thema. Da sind wirklich auch sehr gute Ergebnisse möglich mit so einem einfachen Mic-Mac oder mit so einem einfachen Multischweißgerät. Man hat hier die Obergrenze von 140 Ampere. Damit kann man aber auch immer noch problemlos 3,2 mm Elektroden verschweißen und damit lassen sich auch dann einigermaßen dicke Materialien verschweißen. Eine sehr interessante Frage ist für viele Leute auch immer, welche Materialstärken kann ich eigentlich noch vernünftig mit so einem Gerät schweißen? Und bei dem Gerät habe ich, wie gesagt, 160 Ampere Maximum. Drehen wir mal auf. Können ja immer noch ein bisschen die Spannung anpassen und das war es im Prinzip mit der Leistung.
habe ich hier zum Beispiel 6 mm Bleche verschweißt und das habe ich hinterher hier aufgeschnitten. Man hat hier eine vernünftige Anbindung. Also man sieht, damit konnte ich das noch vernünftig mit schweißen. Das ist aber irgendwo schon so das Maximum. Wenn man noch dickere, noch größere Materialien hat, dann fehlt irgendwann dem Prozess so ein bisschen Leistung. Das ist aber im Allgemeinen so. Ich sage mal so 160 Ampere ist für das dann irgendwo das Maximum, 6 mm. Gerade wenn man so Kehlnähte schweißt, die Kehlnähte vernünftig aufschmelzen will und das nicht hier nur irgendwo drauf kleben will, sondern auch eine vernünftige Anbindung haben will, dann sollte man da deutlich mehr Leistung haben. Wenn man stärkere Materialien wie 10, 12, 15 mm haben will, dann braucht man ein größeres Gerät mit 200 Ampere, mit 300 Ampere, braucht ein größeres Schlauchpaket. Wenn man mit dem Schlauchpaket längere Strecken mit 160 Ampere schweißt, das ist aber auch wieder nicht nur Parkside-spezifisch, das ist ein sogenanntes MB15-Schlauchpaket. Wenn man da längere Strecken mit 160 Ampere schweißt, dann fängt das schon an zu rauchen. Das ist der Belastung dann also auch nicht gewachsen. Aber wir haben ja den Euro-Zentralanschluss. Das heißt, man kann hier auch noch mal ein größeres Schlauchpaket kaufen. Aber wie gesagt, hier irgendwo deutlich mehr zu schweißen, ist schwer möglich. Was ich mit dem Gerät schon gemacht habe, ich habe ein WIG-Schlauchpaket, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, genommen, habe mit den 200 Ampere bei einer Kehlnaht erstmal eine Wurzel reingezogen, ja, und habe dann eine Decklage mit Mack geschweißt. Das ist möglich, und mit den 200 Ampere kann man hier natürlich anständig die Kehle unten schon mal aufschmelzen, hat da eine sehr, sehr gute Anbindung. Also es gibt immer so ein paar Tricks, wie man da doch mitarbeiten kann. Können wir auch gerne noch mal ein Video machen, wenn das gewünscht ist. Jetzt werden wir uns aber um das WIG-Schweißen kümmern, wenn wir da schon von sprechen. Und da habe ich hier eine kleine Sache, die hat jemand gebastelt, und sowas habe ich wirklich auch relativ häufig. Da erstmal vielen Dank an meinen Freund Anton, der hat mir das Ganze gebastelt und hat mir das Ganze zur Verfügung gestellt. Freue ich mich tierisch, und das probieren wir jetzt mal zusammen aus. Das ist eine Naht mit WIG geschweißt, schön sauber, schön ordentlich, keine Nacharbeit. Das ist natürlich ein richtig schönes Schweißverfahren. Und wir haben hier auch ein bedingtes WIG-Schweißverfahren, oder beziehungsweise wir haben die Möglichkeit, bedingt mit dem Gerät WIG zu schweißen, allerdings nur über eine kontaktlose Zündung. Es gibt ein komplettes Tutorial dazu, ein komplettes Video, das heißt, das Ganze funktioniert hier unten drüber, über diese sogenannten Dinse-Stecker. Ich habe hier ein Lift-Arc-Schlauchpaket in der Form. Das heißt, ich habe hier den einen Stecker, habe in der anderen Seite die Masse, habe dann ein Gasventil, das ich wirklich hier nur mit der Hand aufdrehen kann. Und dann kann ich mit Kontakt zünden. Wie gesagt, wer sich da näher interessiert, guckt euch das Video an dazu, extra zu dem Gerät. Was nicht funktioniert, was so viele Leute immer nachfragen, über diesen Euro-Zentralanschluss. Ich habe wirklich alles versucht. Zuletzt habe ich das Gerät aufgeschraubt, habe versucht, die Regelung außer Kraft zu treten oder zu nehmen. Das heißt, wir haben hier den normalen WIG-Prozess. In dem WIG-Prozess haben wir hier unten im Prinzip nur diese Dinse-Stecker, dass wir hier rüber schweißen können. Der Euro-Zentralanschluss, der ist überhaupt nicht ansteuerbar. Den kann ich aber im Prinzip ansteuern, wenn ich hier auf Mack schweißen gehe. Dann habe ich es aber von wegen, dass es kurz zündet. Also ich kann kurz zünden, dann ist es aber im gleichen Moment, das Gerät merkt, da stimmt irgendwas nicht. Es ist kein normaler Schweißprozess und unterbricht den Prozess. Das heißt, es ist halt so viel, was an so einem modernen Gerät geregelt wird. Darum funktioniert es nicht. Es müsste explizit hier eingespeichert sein oder einprogrammiert sein. Das ist es halt in der Form nicht. Und darum kriegt man es damit nicht hin. Wir können also Lift Arc schweißen, und dazu gibt es immer so viele interessante Basteleien. Und wie gesagt, das ist auch wieder eine sehr interessante Geschichte. Hat mir der Zuschauer zur Verfügung gestellt, hat er eben schon gesagt. Vielen, vielen Dank. Ist sehr interessant. Das heißt, ich habe jetzt hier im Prinzip, dass ich hier meinen Gasanschluss von dem Lift Arc Schlauchpaket einstöpsle. Das heißt, den Kumpel hier, damit gehe ich nicht direkt an die Gasflasche, wie sonst üblich, sondern gehe hier an dieses Ventil. Und dann kann ich mit dem Fußtaster das Gas starten und das Gas halt beenden. Braucht da nicht jedes Mal wieder aufschrauben. Ist sicherlich eine nette Bastelei. Ich habe da noch viele verschiedene andere Anwendungen. Aber man muss natürlich auch klar sagen, und das hat der Anton mir dann auch geschrieben, er hat jetzt ungefähr, glaube ich, mit Sachen, die er noch hatte, ungefähr 70, 75 Euro dafür ausgegeben. Und am Ende des Tages, es macht es zwar ein bisschen schöner, ich habe aber immer noch die
Kontaktzündung und ich muss am Ende den Prozess immer noch durch Abziehen beenden, also kann den Prozess auch nicht so richtig schön beenden. Dafür ist es dann auch halt ein Riesenaufwand. Ich habe das Schlauchpaket, das ich kaufe, ich hole mir Argon 4.6, also ich kann dann eigentlich immer nur empfehlen, kauft euch ein vernünftiges WIG-Schweißgerät. Da ist man dann auch hier 150 Euro für diese Bastelei hier los mit Schlauchpaket. Und die Ergebnisse sind so mittelmäßig, was man damit erzielt. Ich finde es nicht schlecht, alles andere als schlecht. Ich werde das auch regelmäßig für irgendwelche Sachen mit einsetzen. Das ist wirklich ein schönes Gasventil mit Fußsteuerung. Wir probieren das auch gleich mal zusammen aus. Das werde ich hier nochmal mit reinschneiden als Video, um das hier nicht zu langatmig zu machen. Das heißt, ich habe jetzt hier im Prinzip ein schaltbares Gasventil. Ich habe das Gasventil aufgedreht, sonst bräuchte ich es jedes Mal vorm Schweißen, müsste ich es selber aufdrehen. Jetzt habe ich hier meinen Fußschalter. Das heißt, in dem Moment, wenn ich schweißen will, dann drücke ich hier drauf und dann strömt das Schutzgas. Ich habe jetzt extra ein bisschen mehr eingestellt, dass man das mal richtig gut hört. Und wenn ich wieder loslasse, dann ist das Schutzgas wieder weg. Hat natürlich den Riesenvorteil, wenn ich hier mal aufdrehe, dann drehe ich auf, dann schweiße ich, dann reiße ich den Brenner ab, dann drehe ich auch nicht sofort ab. Hat man also deutlich, deutlich mehr Gasverlust als mit diesem kleinen Kasten hier, mit dieser kleinen Bastelei hier. Aber auf der anderen Seite von wegen, es ist halt immer noch ein einfaches WIG-Lift-Arc-Schweißen. Man kann den Prozess nicht starten, man kann den Prozess nicht beenden. Ansonsten funktioniert das Ganze natürlich tadellos und ich habe noch verschiedene andere Anwendungen, da werde ich das Ganze einsetzen. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, ich finde immer, es lohnt sich nicht. Jedes Gerät, was heute Mic-Max schweißt, was Elektrode schweißt, bietet auch eine WIG-Schweißfunktion, ist aber sehr, sehr einfach, ist wirklich nicht das WIG-Schweißen, was man immer wieder sieht. Geld sparen ist immer eine schöne Sache, aber hier verpulvert man halt auch immer eine Menge Geld und die Ergebnisse sind halt hinterher oft sehr, sehr ernüchternd. Das ist meine Meinung dazu. Ganz grundsätzlich die Meinung zu einem Lidl-Multischweißgerät ist ein Jahr auf dem Markt, ist auf jeden Fall kein Schrott. Wer das erzählt, von wegen, der hat einfach keine Ahnung. Jedes Gerät hat so seine Stärken, seine Schwächen. Ich habe auch versucht, das hier realistisch zu betrachten. Das habe ich eigentlich in allen Videos immer versucht. Ich bekomme da kein Geld. Ich werde da nicht gesponsert oder nichts. Habe mir das Gerät ganz normal mal im Handel gekauft und habe das dann hier vorgestellt. Habe da zusätzlich verschiedene Tutorials zu gemacht. Unter anderem zum Beispiel zum WIG-Schweißen. Ich glaube, Aluminium-Schweißen haben wir noch nicht als separates Tutorial gemacht. Vielleicht mache ich da noch mal ein Video zu. Wenn ihr noch Wünsche habt, schreibt das hier unter. Dünnblech gibt es auch als Video. Also ich finde das Gerät für den Preis, das muss man ja auch immer sagen, da gibt es wenig Vergleichbares. Hatte schon mal ein Gerät verglichen damit, aber ansonsten gibt es da wenig Vergleichbares. Für den Preis finde ich das Gerät nach wie vor alles andere als schlecht. So ein bisschen die Stärken und Schwächen habe ich in dem Video aufgezählt. Ich hoffe, das Video war interessant. Wie gesagt, die Werkstattkarte zu dem Gerät verlinke ich hier unter. Hierfür habe ich jetzt schon ein paar Mal Danke gesagt, sage ich trotzdem nochmal Danke, habe ich mich wirklich tierisch drüber gefreut. Man sieht halt auch, es erleichtert das Ganze. Es macht es aber halt nicht perfekt mit dem WIG-Schweißen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, wenn euch das Video gefallen hat. Ich verlinke hier im Ansatz nochmal ein paar weitere Videos zu dem Gerät. Bis dann, euer Manni.